Wir haben Angst vor unserem eigenen Licht. Ihr habt panische Angst davor, inklusive mir, was passieren kann, wenn du dich wirklich hier hinstellst und deine Geschichte erzählst. Weil dann kommen andere Menschen auf dich zu und wollen plötzlich mit dir Business machen, wollen sich mit dir zusammenstellen. Und hier kommt meine Warnung: You better be fucking ready for that. Im Wald steht ein Baum. Guck die Person neben dir an und sagt, so weit komme ich mit. Im Wald steht ein Baum. Dieser Baum wird umgeweht und fällt jetzt um. Was passiert jetzt mit der Natur? Was passiert jetzt mit dem Baum? Der zersetzt sich. Das heißt, der Baum, der vorher Baum war, zerfällt, geht auf den Boden und geht irgendwann in andere Erdschichten. Richtig oder richtig? Ist da mehr oder weniger Druck? Je tiefer der sinkt, ist da mehr oder weniger Druck? Mehr Druck. Das heißt, der Baum, der durch mehr Druck in die Erde reinfällt, daraus entsteht irgendwann was? Kohle. Und was entsteht bei mehr Druck von Kohle? Diamanten. Und deshalb mache ich sowas mit euch. Nicht, weil ich euch was Böses will. Anfangen zu strahlen, tun wir nicht in einer happy, nice Welt, sondern wenn ein bisschen Druck von außen zugeführt wird. Und in der Physik ist das sogenannte zweite Gesetz der Perturbation. Wie heißt das? Zweite Gesetz der Perturbation. Jetzt müsst ihr mir noch ein letztes Mal folgen und dann seid ihr mich fast los für heute, weil das ist der krönende Abschluss. Wenn du das verstanden hast, gehst du selber gerne in den Hot Room. Jeder Körper auf der Welt besteht ausschließlich aus was? Ausschließlich. Ha? Jeder Körper auf der Welt, der Stuhl, du, der Boden, besteht aus was? Atome. Und Atome ist wiederum nichts anderes als was? Energie, richtig, und Information. Mehr ist das nicht. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Wenn von außen auf dich liebevoll, nicht weil dich jemand hasst und weil dir jemand wehtun will, sondern liebevoll Druck aufgebaut wird, bei jedem Körper auf der Welt, was will dieser Körper jetzt machen, wenn er die Energie nicht mehr halten kann? Ausdehnen. Das heißt, was macht er jetzt? Der wird größer oder er teilt sich, richtig? Und daraus entsteht dann etwas Neues, eine neue Form. Und hier kommt meine große Bitte an dich. Du glaubst ja gar nicht, was in dir steckt. Dann entsteht nämlich plötzlich aus dir etwas was? Etwas Neues, was Großes. Und damit kannst du die Welt verändern. Jetzt gibt es aber eine Sache, was uns alle eint, dich und mich und alle, die hier in diesem Raum vor 3 Jahren saßen. Wird das hier jeder schaffen, ja oder nein? Sind alle, die hier saßen in den letzten 3 Jahren, wo es das gibt, bei Gedankentangen oder bei TED oder beim Präsidenten im Wohnzimmer? Nein, warum nicht? Wo doch alle die gleiche Chance haben, wo doch alle das gleiche Umfeld haben. Warum nicht? Attitude, ja, Attitude, Einstellung ist das eine. Was noch? Wohnzimmer ist zu klein. Wohnzimmer ist zu klein. Da sitzen die falschen Leute bei dir im Wohnzimmer. Der Einfluss der Umwelt ist größer als du in der Physik und hier in diesem Raum. Richtig oder richtig? Wenn du auf einem Eisblock sitzt, wer gewinnt, du oder der Eisblock? Kannst du nichts gegen machen. Die Natur ist stärker als du. Und hier kommt meine Bitte. Nimm diese Tage hier nicht als, oh, ich könnte ja mal, sondern werd zu jemandem, der sagt, ja, ich packe das jetzt mal alles für mich an und es hört hier auch für mich nicht auf. Die meisten von euch sind doch eh da drin. Ihr fangt doch eh an, Bücher zu lesen. Das macht ihr doch alles schon. Aber die Frage ist, wann kommt bei euch dieser Moment, wo, und das war der Satz, der in mir alles verändert hat, hinter dir die Türe zu ist. Die ist zu. Die ist zu. Deine Aufgabe ist, etwas Neueres, Größeres zu machen. Für andere. Deshalb glaube ich, als Tobi, hast du dich hierfür angemeldet. Nicht um dein Konto voll zu machen, nicht um ein toller Trainer zu sein, nicht um die Frau Tante Hildegard eine Pflegeversicherung zu verkaufen, sondern weil in dir etwas steckt, vor dem du solch eine Angst hast. Wir haben nicht Angst davor, was Negatives passieren könnte. Das schieben wir vor. Wir haben Angst vor unserem eigenen Licht. Ihr habt panische Angst davor, inklusive mir, was passieren kann, wenn du dich wirklich hier hinstellst und deine Geschichte erzählst. Weil dann
kommen andere Menschen auf dich zu und wollen plötzlich mit dir Business machen, wollen sich mit dir zusammenstellen. Und hier kommt meine Warnung, you better be fucking ready for that. Weil draußen gibt es so viele Probleme, wie es noch nie gegeben hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Richtig oder richtig? Gibt es draußen viele Probleme? Ja. Haben wir ein Problem mit unserer Umwelt? Ja. Erleben wir gerade ein massives Problem in unserer Politik? Ja. Haben wir ein Problem im Bildungssystem? Ja, ja, wer löst denn das alles? Ja, ja, danke, du. Weil wenn du es nicht machst, sagst nämlich keiner. Lass uns doch zu Menschen werden, die nicht Fingerpointing, die Politik muss, der muss, mein Nachbar muss. Nein, du machst das. Du revolutionierst. Dein Haus, deine Straße. Übrigens, es gibt keine Entschuldigung für ein kaputtes Zuhause. Wenn du es innen nicht aufräumen kannst, lass bitte die Straße in Ruhe. Ist das angekommen? Es gibt keine Entschuldigung für ein kaputtes Zuhause. Es ist deine Aufgabe, dass deine Familie funktioniert, dass in deinem Umfeld alles funktioniert, ist mit deiner Aufgabe. Dann gehst du vor dein Haus, lokal, in deiner Stadt, machst Toastmasters oder whatever. Und dann wird es immer größer ab einem Punkt. Aber diese Tür, ich kann nicht, ich will nicht, ich weiß nicht, wie das geht, die ist zu. Weil du kriegst hier in dieser Ausbildung Dinge, Informationen, die haben die anderen gar nicht. Was soll denn jetzt noch passieren? Was muss noch passieren? Wie viel Druck muss noch kommen? Und deshalb seid ihr doch hergekommen, oder? Wie du mich anguckst. Ich weiß, dass es in dir ist. In wem ist denn das noch? Guck mal die Person neben dir und sag, ich glaube, er spricht von dir. Er spricht von dir, oder? Und ja, und das ist das zweite Gesetz der Perturbation. Und meine Frage an euch ist, wie viel geht ihr da rein? Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Und da wir ja nur noch 20 Minuten machen, wir machen noch eine kurze Q&A, möchte ich euch bitten als Hausaufgabe, euch mit diesem Wort wirklich auseinanderzusetzen. Warum? Warum tust du das, was du tust? Und dafür gibt es eine Übung, die könnt ihr einfach heute Abend mal machen. Das ist eine ganz harte Übung. Ich habe es beim ersten Mal eine Minute ausgehalten. Mittlerweile bin ich so bei 11, 12 Minuten und dann muss ich sie abbrechen. Wie viele hätten die gerne? Ich weiß nur jetzt schon, dass sie von 80 vielleicht 3 machen. Du stellst dich vor einen Spiegel, nackt, vor einen Ganzkörperspiegel. Und deine Aufgabe ist es, dir selbst in die Augen zu gucken. Sieh, so mache ich jeden Tag. Schön, naja, ist schön. Gesundes Selbstbewusstsein ist ja generell gut. Das Ganze machst du bitte abgeschminkt. Naja, nackt. Und du schaust dir selbst in die Augen, nicht weggucken, in die Augen gucken, solange du kannst und stellst dir eine einzige Frage. Was ist das? Warum? Wer bin ich? Ich habe es beim ersten Mal 2 Minuten ausgehalten, dann bin ich weinend zusammengebrochen. Du kannst nach außen faken, du kannst Maske auflegen, aber es gibt einen Menschen, den kannst du nicht betrügen. Das bist du. Und wenn du Resultate in deinem Leben haben möchtest, musst du dich als allererstes mit dir beschäftigen. Und das ist der Grund übrigens, warum viele auf der großen Bühne ab irgendeinem Punkt scheitern, weil die das nicht gemacht haben. Dann kommt plötzlich ganz viel Geld. Was passiert mit Geld bei dummen Leuten? Dann machen dumme Leute viele dumme Sachen mit vielem Geld. Und dann geht alles wieder kaputt. Und sie reißen mit ihrem Ego alles nieder, was sie aufgebaut haben. Aber doch nicht ihr. Stellst dich vor den Spiegel, guckst dich hin, machst dich nackig. Einige sagen, what the... Andere sagen... Das ist wie du mich jetzt... Ja, klar. Also, und dann in die Augen gucken. Wer bin ich? Und warum tue ich das, was ich tue? Probiert es einfach mal aus. Im Schamanischen gibt es da ganz viele Übungen. Ich habe ja früher mit einer brasilianischen Familie im Urwald gelebt, über 6 Monate. Und die machen ganz viele solche Dinge, ganz viele Rituale. Und ich möchte dann ganz am Ende noch eine Idee mit euch teilen. Das ist nicht für alle von euch, aber für einige, weil viele Elemente habt ihr jetzt schon. Und diese Elemente, die ihr jetzt nutzen könnt aus dem Superlearning, damit könnt ihr heute Abend anfangen. Ja oder ja? Ja? Also ihr könnt euch hinstellen und sagen ja oder ja, richtig? Ja. Ihr könnt Luftschlangen kaufen, richtig? Ihr könntet sagen, wir machen vorher Musik an. Wäre das theoretisch möglich? Ja. Ihr könntet einen Ehrenkodex erstellen. Könntet ihr? Ja. Ihr könntet dafür sorgen, dass der Rahmen in einem Raum stimmt. Könntet ihr? Ja. Ihr könntet Leute umsetzen lassen. Ihr könnt andere nicht an Schule ändern. Das könnt ihr alles machen. Aber es gibt einen Punkt, das ist nicht für alle, wirklich nicht für alle, weil dafür musst du auch ready sein.
Und das ist dieser Punkt, den Schritt weiter zu gehen. Und wir machen das bei uns auf der Public Speaking University in einer Outrageous Night. Ich habe das vorhin schon kurz gesagt. Was wir dort machen, ist euch in einer liebevollen Art dazu zu zwingen, Dinge zu tun, die ihr in eurem ganzen Leben noch nie gemacht habt und in eurem ganzen Leben nie wieder machen müsst. Und ich kann euch nur das Resultat sagen, was passiert ist, als ich diese Übung gemacht habe, damals in Singapur. Ich bin nach Hause gefahren und habe damals endlich den Schalter umgelegt. Weil bis zu dieser Übung, bis zu dieser Nacht hatte ich immer noch diese eine kleine leise Stimme. Und danach war sie für immer weg.